Danke. Zack. Hier nochmal runter. Und eine Waffe für die anderen beiden kaufen. Und ein Schild für... Nein, Schild. Scheiß auf Schild. Eine Waffe für die beiden hier. Artis Bogen. Ich will bitte erstmal... Rüstung. Ablegen. Ablegen. Hä? Achso. Ablegen. Okay, gut, Leute. Bald sind wir fertig. Bald sind wir fertig. Bald geht's dann storytechnisch wieder richtig voran. Artis Bogen kriegt er auf jeden Fall erstmal. Vorerst. Irgendwie bis was Besseres kommen sollte. Zirkonrote kriegt Seelam, bis was Besseres kommen sollte. Aquapeitsche zieht mega runter. Zirkonstab. Schön. Aber ich glaube, jetzt wird auch nichts Besseres mehr kommen. Exenex. Da bleibt das... Okay, da bleibt der Angriff gleich. Und er kriegt noch Magie rauf. Okay, schön. Können wir keins mehr kaufen. Genau, leider ausverkauft. Der Runendegen würde den Angriff erhöhen, aber Magie geht runter. Weiheschwert. Würde Magie nochmal ein bisschen erhöhen eigentlich, aber das Seelan hätte dann zu wenig Angriff. Ne, okay, bleiben wir so. Bleiben wir dabei. Okay, gut. Ich kann dann... Na nee. Ist okay. Gut, Leute, dann können wir jetzt endlich weiterspielen. Farb nach und gar Kirwan. So. Zu ihm, genau. Hey, deine Tochter ist wieder oben. Clara, komm bitte her! Nun bist du dran! Ich weiß. Mein Name ist Clara. Bringst du mich bitte auf die Insel Dash? Ja. Die Insel Dash liegt im Nordwesten. Ja, hätte ich jetzt nicht erwartet. Die anderen beiden Inseln waren nämlich die anderen. Also... Das war jetzt nicht so viel. Och, es wird so wieder warm in meinem Zimmer. Okay, es ist schon 23 Uhr. Natürlich wird es warm in meinem Zimmer. Macht natürlich viel Sinn. Es ist unglaublich, Alter. Mein Zimmer ist nachts immer wärmer als tagsüber. Das ist so ätzend. Das ist so ätzend. Okay, danke. Gut gesteuert. Okay, Leute. Jetzt müssen wir hier bitte wieder durchkommen. Am besten ohne zu fighten. Okay. Ja, ich will halt immer noch nicht gegen die Viecher fighten und ich brauche halt auch die Items nicht mehr. Denn jetzt sind wir eigentlich wirklich komplett ausgerüstet. Der Feuerring und so hilft wahrscheinlich nicht mehr weiter. Nein, nichts in dem Sinne, der was gebrauchen könnte. Also ich meine, Arti braucht den magischen Angriff und so weiter. Doki braucht den Angriff und es gibt einfach, glaube ich, nichts Besseres mehr. Für die ganzen Charaktere. Ja, ich laufe wohl noch perfekt rein. Aber ich kann austesten, ob Seelan und Arti endlich Damage machen. Ja, endlich. Es war immer noch nicht so mega. Doch. Ja, stimmt. Er hat den Exenex. Stimmt. Na, 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 na. Dum, 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 dum. Dum. Schlachtruf. Zack. Der dürfte besiegt sein. Ja, nice. Okay, ja, gut, ist okay. Wir haben einfach mal irgendwie 99 Millionen Goldmünzen oder so. Wie kommt das nur? Was? Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, worüber ihr redet, wenn ihr sagt cheaten. Was? Ich würde doch niemals cheaten. Niemals. Ich würde doch niemals Bugs ausnutzen. Nein. Was? Nein. Ach. Nein. Nein, es ist halt einfach... Leute, ohne Witz, ihr müsst mich doch verstehen. Es ist halt einfach echt anstrengend. Verdammt nochmal diese ganzen Goldmünzen zu farmen. Ich glaube, da hättet ihr auch keinen Bock drauf. Ich habe jetzt eben, also vorhin so irgendwie, keine Ahnung, für diese 300.000 schon mega lange gebraucht. Und das, obwohl ich diese Vorspultaste habe. Deswegen dachte ich mir so, ja komm, bevor ich es farme und dadurch auch vielleicht überlevelt bin oder sowas, cheat ich lieber. Ich meine, ich könnte mir jetzt auch die ganzen Level cheaten, aber das wäre mir auch dazu langweilig. Das können wir ganz am Ende mal machen. So ein Spa-Level 999.000 oder so.
cheaten, weiß ich nicht. Dann einfach mal mit keiner Waffe oder so kämpfen. Wir machen einfach alles trotzdem One-Hit. Das wird ziemlich witzig. Das wird ziemlich witzig. Was ist das denn für ein Siegelturm, Alter? Ich will gegen die Swings eigentlich nicht so kämpfen. Ihr seid uninteressant. Um es einfach mal geradeaus rauszusagen. Genauso wie du Drache, du bist auch uninteressant. Und das Viech, was hier kommt, ist auch uninteressant. Genau, wie das Sphinxe. Sphinxe. Was ist das denn für ein Turm, Alter? Die anderen waren um einiges einfacher. Hey, na? Zack. Euch besiegen wir easy. Höhenboote. Seh dann, du machst Damage, echt. Arti schon eher. Hahaha. Das war schönes Damage. Heilige Kacke. Aber Haru, finde ich, hat nachgelassen, oder? Findet ihr auch? Ich glaube schon. Haru hat echt nachgelassen. Finde ich persönlich halt. Ich weiß nicht, er macht nicht mehr so viel Damage, ne? Muss man mal ein Wort mit ihm reden hier. Haru, wie kennst du Swagen? Naja. Ist schon okay. Ist schon okay. Alter. Okay, hier kommt jetzt wieder der Speicherpunkt. Genau. Und den Kampf packen wir sogar noch. Dann will ich die Aufnahmesession echt beenden. Ich meine, dann habe ich erstmal ein paar Parts. Ich muss ja noch ein bisschen schneiden davon. Ich glaube, im ersten Part nicht. Unbedingt. Hier scheint keiner zu sein. Ich will keine fremde Energie. Stimmt aber etwas nicht. Nun, wenn schon. Na, ist komisch. Ja, Doki. Hier ist das Götterschild, wie es aussieht, ja. Götterschild. Nice. Schöne Sache. Du hast dich also vollständig ausgerüstet. Daos, hi. Daos. Ich konnte die Siegel nicht brechen. Und an die Götterrüstung kommen. Aber wenn ich dich jetzt vernichte, gehört sie mir. So einfach wird das aber nicht. Diese Rüstung passt sehr gut zu dem Träger des Lufia-Schwerts. Und das bin ja wohl ich. Nein? Lufia-Schwert. Du bist unwürdig, die Götterrüstung zu tragen. Nimm nun Abschied von deinem Leben. Als ob. Du hast immer noch etwas Energie über. Ja, das ist reine Zeitverschwendung. Alter. Doki. Keine Sorge, Selan. Der kriegt mich nicht. Du elender Dummkopf. Ich zerfetze dich in tausend Teile. Okay. Da kann man ja nur lachen. What the fuck? Was zum... Das Lufia-Schwert. Das Lufia-Schwert. Was geht da vor? Das Lufia-Schwert hat dich auserwählt. Heiliges Kanonenrohr. Das kann doch nicht sein. Hier, Doki. Halte das Schwert in der Hand. Diese Kraft. Diese sagenhafte Energie. Das ist so unglaublich. Das kann nicht wahr sein. Daos. Das kann nicht sein. Du hast nicht genug Energie für das Lufia-Schwert. Vom Daos eben heiliges Kanonenrohr, Alter. Welcher Bösewicht sagt sowas? Komm schon, echt. Seid ihr alle unverletzt? Ja, aber Daos ist verschwunden. Das ist schlecht. Sicher führt er seinen Feldzug in Distoros Terrors fort und zerstört eine weitere Stadt. Die Todesinsel wird uns nicht mehr kommen. Wie willst du sie aufhalten? Auf der Platte tritt eine große Kraft heraus. Damit werden wir es schaffen. Ich fühle auch Lisas und Maries Auren. Sie scheinen das gleiche wie ich zu denken. Schafft ihr es wirklich, so viel Energie zu kontrollieren? Keine Zeit mehr darüber nachzudenken. Geh bitte beiseite. Okay. Lisa, Marie, hört ihr mich? Wir müssen unsere Kräfte vereinen. Die Zeit ist gekommen, da unsere Wünsche erfüllt werden. Ich vertraue euch.
Okay. Heilige Kacke. Okay. Oh, cool. Was zum... Auf dieser Insel herrscht ein starker Hauch. Wir können uns weder bewegen noch angreifen. Das wird nicht mehr lange dauern. Verdammt, ich hab den weggeklickt. Scheiße, ich hab den Text weggeklickt. Nein! Nein, sie brauchen noch etwas Zeit. Warum? Ich habe ihr Schiff angegriffen. Ich konnte es nicht völlig zerstören, doch es kann nicht mehr fliegen. Du hast wirklich an alles gedacht. Aber werden sie das Schiff nicht reparieren? Ach, darum habe ich mich bereits gekümmert. Okay. Wir haben die Todesinsel aufgehalten. Ich weiß aber nicht für wie lange. Ich glaube, euer Schiff wurde von der Insel angegriffen. Was? Exterion? Unser prachtvolles Schiff? Daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Lasst uns überlegen, was wir nur tun können. Wir sollten nach Portravia und Lexis fragen, ob er das Schiff reparieren kann. Beeilt euch! Wir halten die Insel hier fest. Wenn es zu brenzlig wird, müsst ihr fliehen, versprochen? Versprochen. Toki, vergiss nicht, du bist der Auserwählte, der das Lufia-Schwert tragen darf. Ist mir bekannt. Selan, bring uns nach Portravia. Warp. Alexis, kannst du Exterion reparieren? Ich denke schon. Können wir irgendwie helfen? Nein, ruht euch aus. In Ordnung. Selan, kann ich mal kurz mit dir sprechen? Klar. Okay, komm mit. Schnell in eine dunkle Ecke, damit uns keiner sieht. Was ist los, Toki? Du solltest hier bleiben und... Toki, hör auf damit. Und zwar sofort. Selan. Sprich nicht so mit mir. Ich komme mit dir, Toki. Was auch geschehen mag. Ich komme mit. Selan. Wir gehen zusammen, kehren zusammen wieder und werden zusammen unseren Sohn wiedersehen. Ja. Du hast gelauscht, Guy. Das ist nicht gerade die feine Art. Die nächste Schlacht wird hart. Die beiden haben ein Kind. Ja, sie wissen genau, was sie zu tun haben. Und sie werden es gut machen. Nee, du hast ja auch gelauscht. Elfen haben gute Ohren. Bisschen lang, die Dinger, oder? Ja, Vorsicht, mach keine Scherze über meine Ohren. Das mag ich überhaupt nicht. Ich habe nur ein wenig Spaß machen wollen, weil wir... was? Weil mir meine Freundin fehlt. Du darfst im Kampf nicht verletzt werden, wenn du sie wiedersehen willst. Ja, außerdem würde sie mich bis in die Hölle verfolgen, wenn ich nicht zurückkehren würde. Und dieses Mädchen möchte ich gerne irgendwann mal kennenlernen. Lass uns doch eine Party feiern, ihr seid alle eingeladen. Ja, das hört sich gut an. Wir werden mit unseren Freunden feiern. Ja, genau. Je mehr wir sind, desto besser. Habt ihr einen kleinen Kaffeeklatsch schon beendet? Scheint so. Exterion scheint repariert zu sein. Lexis ist ein wahres Genie. Jetzt sind wir dran, zu zeigen, was wir so drauf haben. Ja, jetzt geht es los. Nachdem ich mich endlich mal ausgerüstet habe, meine Güte. Lufia-Schwert. Was? Ja, aber es ist halt einfach... Es ist ein Lufia-Schwert, ich muss damit kämpfen, Alter. Götterschild. Oh, schützt den Anwender eine Weile vor Verletzungen jeglicher Art. Okay. Ah, da sind unsere KP und so vollständig aufgefüllt, alles voll. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen... Beenden wir hier jetzt aber die Aufnahmen... Obwohl, ich kann es nicht machen, oder? Doch, ich beende jetzt hier die Aufnahmesession, Leute. Ich will bitte einmal... Geh doch weg! Danke. Ich will... Zack, 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 zack. Danke. Alle stehen so gerade in einer Reihe. Gut, Leute, ich würde sagen, wir beenden hier erstmal die Aufnahmesession. War ja lange genug, ne? Ich weiß nicht, ich glaube 18 Minuten schneide ich nicht drunter. Ich könnte es versuchen, ob ich es hinkriege, aber ich weiß nicht. Vielleicht habt ihr mal einen längeren Part oder vielleicht einen kürzeren. Auf jeden Fall sehen wir uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.